Erste Halbzeit war okay. Da fand ich, haben wir mehr Spielanteile gehabt und sind durch den Freistoß aus meiner Sicht unglücklich in Rückstand geraten. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit, muss man ganz klar sagen, haben wir das Ding völlig verdient verloren. Ja. Wenn ich mich so in der zweiten Halbzeit präsentiere, dann muss ich fragen, ob ich Fußball als Sportart genug liebe. Das sind harte Worte. Also ja, das sind klare Worte. Das ist genau die Ursache, die ich gesehen habe. Und das ist heute ja nicht das erste Mal, sondern dieses Mentalitätsdefizit, das ist dauerhaft jetzt schon die letzte Zeit zu sehen. Ja, und wir wissen ja seit Lewandowski, dass 9 Minuten hat er ja eine neue Marke gesetzt. Das habe ich den Jungs auch so gesagt, dass man sich nicht unbedingt in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit belohnen muss, sondern am Ende als Sieger vom Platz steht. Ja. Und, aber dafür muss man arbeiten, schlichtweg arbeiten, Fußball arbeiten. Und das haben wir zu wenig gemacht und haben dann folgerichtig das 0-2 bekommen. Und dann ist das Spiel abgeflacht auf beiden Seiten. Nein, mich schmerzt einfach, dass wir 0 Punkte eingefahren haben. Ja. Mit Blick auf die Tabelle habe ich eigentlich gedacht, dass der Siegeswille nochmal so groß wird, dass man eine andere Leistung insbesondere in der zweiten Halbzeit zeigt. Und das war nicht der Fall. Und jetzt glaube ich, werden wir sehr gut beraten, unser Ding zu machen und mal die Tabelle sein lassen. Aber genau. Wir sind so in der Verfassung, haben wir mit dem Aufstieg nichts zu tun.